Die Polizei! Ich werde doch Mördern die Arbeit nicht erleichtern. Wer hat denn was vom Mord gesagt? Wir wollen ihm doch nur ein paar Fragen stellen. Sie haben gestern schon versucht, ihn zu ermorden, und wenn da nicht die... Leute! Rufen Sie die Polizei! Wer sind Sie? Das ist Spider-Man, Onkel. Ich danke Ihnen. Die Polizei, bitte. Das ist ein Notruf. Fünf bis zehn Jahre ein. Aber die reißt du ja leicht auf einer Backe ab. Was muss ich tun, damit du mich laufen lässt? So viel kannst du gar nicht tun. Ich kann mir keine Verurteilung mehr leisten. Ist das wahr? Ich schwör's. Wenn ich jetzt nochmal auffliege, dann bin ich für immer drin. Du arbeitest doch für den Kerl, der den chinesischen Minister umlegen will. Wann und wo wollen wir es wieder versuchen? Stell mir bloß nicht diese Frage, jeder andere. Im Krankenhaus morgen Abend. Okay, jetzt brauche ich nur noch die Namen und wo ich sie finde. Das kann ich nicht verraten. Nicht mal im Knast wäre ich von denen sicher, die legen mich um. Todsicher. Was haben die mit den drei ehemaligen Soldaten zu tun? Zwei Kerle werden einen Mikrofilm im Brooklyn Subway Museum abholen, morgen um 16:30. Der Mikrofilm zeigt meinem Boss, wo die Männer zu finden sind. Okay, ich sag der Polizei, dass du sehr kooperativ warst. Thank you.
Ich kann es noch gar nicht fassen. Ich hoffe, dass du mir den Feigling verzeihst. Ich ahnte ja nicht, dass du Spider-Man bist. Es tut mir so leid, Peter. Ist schon gut. Wo haben die Fleming hingebracht? Er hat gesagt, du bist noch sehr ruhebedürftig. Wohin? Peter, du musst... Bitte, Emily. Sag mir jetzt, wo er ist. Wir folgten ihm bis zum Connaught Tower. Ich nehme an, er wird noch dort sein. Okay. Er soll mir jetzt freundlicherweise die Nadeln entfernen. Quio Heloneritzam. Oh, hola, hola.
Ordnung? Ja, alles ruhig. Sehen lieber nochmal nach. Spider-Man, seit wann sind Sie auch außerhalb New Yorks aktiv? Nur in Ausnahmefällen.